auserwählte Gefäße des Herrn, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. September 2006 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, schaut die Gefäße des Herrn, Gefäße der Ehre und Gefäße der Unehre. Doch unter ihnen gibt es viele, die sich selbst als würdig erachten, als Gefäße der Ehre, doch sie sind verdorben, sie wurden angefüllt mit allen möglichen Unwahrheiten, mit harten Lehren und verdorbenen Traditionen, Lehren und Traditionen, die von Menschen und dem Bösen ins Leben gerufen wurden, welche ich hasse. Männer in Autorität, welche die Wahrheit nicht kennen und in denen ich auch nicht wohne. Führer, welche die Massen in meinem eigenen Namen füttern, aber mit Nahrung, die extrem verdorben ist. Abfall, von welchem sich sogar die Hunde wegdrehen, bereit, um ins Feuer geworfen zu werden, sagt der Herr. Deshalb habe ich mir ein spezielles Opfer gesammelt von der Zahl, leere Gefäße, leer von allen Lehren, die innerhalb der Kirchen der Menschen gelehrt werden, und obwohl auch diese gesündigt haben im Fleisch, wie alle Menschen, waren sie leicht zu reinigen. Sie wurden komplett eingetaucht ins Blut des Lammes, von welchem sie getrunken und welches sie akzeptiert haben. Schaut, dies sind die auserwählten Gefäße des Herrn. Sie wurden gewaschen und geläutert, dem Fleische und dem Geiste nach, erneuert und aufgebaut als Gefäße von großer Ehre, bereit für den Einsatz des Meisters. Schaut, sie wurden angefüllt mit dem reinen Wasser, welches ununterbrochen ausgegossen werden soll in die Becher der Durstigen. Ich bin der Herr. Doch was ist mit all diesen Gefäßen, die mit allen möglichen harten und verdorbenen Lehren angefüllt worden sind? Soll ich reines Wasser in diese gießen, das Reine mit dem Verschmutzten und das Saubere mit dem Verdorbenen vermischen? Sicherlich nicht, denn sie sind lange regungslos dagesessen, ihre Inhalte stagnieren und sind widerlich und gären. Deshalb, wenn Gefäße wie diese die Becher der Durstigen füllen, werden meine Leute krank, sogar betrunken von deren Inhalt. Denn keiner ist in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, wie sie wirklich ist, noch werden sie diese annehmen, wenn sie kommt. Sie sind alle betäubt worden, sie sind alle betrunken, sie sind vergiftet von den Lehren der Menschen. Sie sind betrunken von den Wegen der Welt. Sie sind verdorben und ihre Werke abscheulich. Es gibt keinen Gerechten, nein, nicht einen. Deshalb soll jedes ehrlose Gefäß zerbrochen und von allen Inhalten gereinigt werden, in der Hitze des Tages des Herrn. Wie schnell Menschen der Reinigung der Sünde und des Leibes Beachtung schenken, doch wie sehr sie der Reinigung des Geistes widerstehen. Denn sie widerstehen der Wahrheit immer, wenn sie kommt, indem sie glauben, dass sie schon rein sind, und dadurch täuschen sie sich selbst. Aus diesem Grund habe ich ein spezielles Opfer beiseite gelegt. Ja, 144.000 meine Zeugen, die ich gereinigt und zu Jungfrauen im Geist machte. Diese werden euch aus dem Feuer führen, damit ihr entkommen könnt. Doch jene, die widerstehen, werden hindurchgeführt werden, wie es heißt, durch das Feuer geläutert. Ich bin der Herr.